でも、俺たちは海賊だ。海賊はこっちだ。うわ、そりゃそうだから。ああ、ま、ま、やる。Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf Anime Banger. Und heute gibt es für euch ein Video zu der Reverie 2019. Nicht wundern wegen dem Layout, ich habe heute mir ein bisschen weniger Mühe gemacht, da ich derzeit weniger Zeit habe, beziehungsweise gerade im Kingdom Hearts 3 Fieber bin und ich will unbedingt weiter zocken. Deswegen müsst ihr mich verstehen, darauf habe ich derzeit mehr Bock. Aber ich will euch trotzdem ein Video liefern, auch ein ziemlich interessantes. Ist eine Mischung aus Theorien, Mythen, Podcast-mäßig, also einfach ein Talk. Ich habe auch ein paar Ideen mit reingebracht, die sehr interessant sind. Es wurde ja angekündigt, dass dieses Jahr die Reverie kommt, in diesem Jahr 2019. Und ich habe viele coole Ideen am Start. Und zwar, was erhoffe ich mir selber? Dazu habe ich schon mal einen Podcast gemacht bei den lieben Kuzuki. Ich werde es euch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ich erhoffe mir, dass wir noch ein paar Sachen zur antiken Königreich bisschen bekommen, da wir immerhin ziemlich Ende der One Piece Storyline sind, dass wir ein bisschen Action von der Revolutionsarmee sehen, zum Beispiel von Dragon würde ich mir sehr, sehr wünschen, oder sowas ähnliches, vielleicht auch ein paar Flashbacks von ihm. Was auch geil wäre, 5 Weisen Action, wie sie zum Beispiel eine Vivi oder ein Cobra töten, das wäre heftig. Töten, ich weiß, ein bisschen übertrieben, oder entführen, eins von beiden, aber eher töten, ehrlich gesagt, darauf gehen wir auch gleich noch ein. Ein bisschen auch was mit dem Kuma und so zu Ende bringen, was da jetzt abgeht. Was wünsche ich mir eigentlich noch? Ehrlich gesagt wünsche ich mir gar keinen krassen Kampf, weil das kommt sowieso alles noch. Ich würde es mir halt wünschen, wenn Dragon den Königreich ein bisschen alles erklärt, aber das glaube ich jetzt eher nicht. Ich denke, es kann sogar sein, dass Dragon gar nicht deine Rolle spielen wird oder nur ein Flashback gezeigt, wie er quasi Sabo und so alle rausgeholt hat oder denen geholfen hat. Ich denke, Kuma haben sie mitgenommen, könnte ich mir vorstellen. Das heißt, Bonnie ist dann in dem Fall auch weg. Aber ich wünsche es mir, dass man nicht zu viel Kampf zeigt, ehrlich gesagt. Also das kommt später. Dass man wirklich ein paar News noch raushaut, vielleicht erklärt, was Shanks damit zu tun hat, den 5 Weisen, und es auflöst und halt vor allem mit Im-Sama, das quasi, was auch krass wäre, wenn es auf einmal ein paar Leute wissen würden, aber glaube ich eher nicht. Ich denke eher, dass man so 5 Weisen in Aktion treten sehen könnte. Und Crocodile, ja. Es hört sich komisch an. Ich wünsche mir, dass Crocodile dort am Start ist. Und zwar aus mehreren Gründen. Erster Punkt oder erster Hinweis oder Argument dafür ist Vivi. So ein Wiedertreffen mit Crocodile und Vivi wäre ziemlich interessant. Jetzt müssen wir erstmal klären, was ist mit Crocodile? Dazu kommt eh noch nächste Woche ein separates Video zu Crocodile, weil ich bei einem Amino-Event mitmache. Dazu aber später. Ich will jetzt wirklich nur darauf eingehen, dass wahrscheinlich jetzt ein Crocodile in der Unterwelt aktiv ist. Und zwar Jokers Platz vielleicht einnehmen will. Damals war die Auseinandersetzung zwischen ihm und Doflamingo. Klar wollte er sich mit ihm verbinden oder er unter ihm stehen oder irgendwie sowas war das. Doflamingo, dass der Crocodile unter ihm steht, wollte er nicht akzeptieren. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt selber in der Unterwelt aktiv ist, um zum Beispiel noch mehr Informationen zu Pluton zu haben oder generell zu anderen Waffen. Das Ding ist ja, da Whitebeard gestorben ist, hat er nicht mehr wirklich ein Ziel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er ein neues Ziel hat, und zwar die Marine bzw. Weltregierung in dem Fall, dass er die auslöschen will oder andere Gründe. Wir wissen nämlich gar nichts von seiner Vergangenheit. Könnte möglich sein, und dieses Wiedersehen mit Vivi wäre interessant. Er hat eine Verbindung zu Alabasta immerhin. Und laut meiner letzten Theorie, die ihr wahrscheinlich gesehen habt, zu Im-Sama, ist Alabasta wirklich wirklich das wichtigste Königreich mit dem antiken Königreich, die für Im-Sama und die verlorene Geschichte sehr, sehr wichtig sind. Deswegen wird da auch irgendwie Crocodile mit reinspielen, weil er immer in die Pluton wollte. Er hat sich auch ein bisschen für die Poneglyphe interessiert, da könnte auch vorbeikommen. Aber was wird er machen? Also, ehrlich gesagt, stellt sich mir natürlich die Frage, was macht Sinn? Wir haben zum Beispiel Shirahoshi. Ich dachte erst Blackbeard, aber Blackbeard interessiert sich anscheinend nicht dafür. Ich denke eher, dass Crocodile wie Shirahoshi entführen will. Weil Shirahoshi auch eine antike Waffe ist, vielleicht hat er einfach zu Pluton einfach aufgegeben, aber er weiß, Poseidon, aus Informationen aus der Unterwelt, kann gut möglich sein, wäre auch nicht so schwer für ihn. Er hat auch so eine kleine Organisation mit ein paar Hippos, die werden vielleicht nicht stark sein, aber da hat man ein bisschen so gemerkt in einer Coverpage, der Typ wird was mit der Unterwelt zu tun haben, da er auch vor allem so einen Anzug anhatte, also er wirkt auf mich wie einer, der in der Unterwelt aktiv ist oder in der Mafia-Branche, aber ich denke, Unterwelt macht mehr Sinn. Er wird sozusagen nicht in Anführungszeichen der neue Joker, dazu gibt es auch eine Theorie,
Fand ich aber sehr interessant, wollte ich mal ansprechen. Und ein Crocodile könnte wirklich Shirahoshi entführen und damit ihr Pläne schmieden. Aber nicht eben gegen die Königreiche, sondern eher entweder für seine Macht, dass er krass doch Piratenkönig wird, was ich nicht glaube. Ich denke eher der zweite Punkt wäre, dass er die Weltregierung schaden will. Kann aber wie gesagt auch, kann aber auch nur das One Piece sein. Oder Piratenkönig werden will. Kann man nicht genau sagen, finde ich. Ist ein bisschen schwierig. Ich wünsche es mir oder hoffe es mir, dass er was gegen die Weltregierung plant. Oder vielleicht sein erster Moment ist an Macht zu denken, aber dann doch irgendwie oder irgendwas eine Information bekommt, wo er vielleicht sich anders überlegt. Das hatten wir oft. Ich glaube aber, dass er sich positiv entwickelt hat. Auch wenn er bei der Unterwelt ist, wird er ein gutes Ziel verfolgen und wird späteren Verlauf Nakama für Ruffy sein. Und krass wäre, wenn er zu Crocodile zu Vivien sagt, dass er nichts Böses vorhat, sondern wirklich sich verändert hat, bla bla bla. Dass er jetzt kein wirkliches Ziel mehr hat, der Whitebeard tot ist und vielleicht jetzt die Weltregierung stürzen will oder damit irgendwie was erreichen will. Kann auch alles sein. Aber was Crocodile noch so vorhat, ist jetzt in dem Fall schwierig, aber er wird sowas, denke ich, vorhaben. Wie findet ihr? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was sagt ihr zu der Idee, was denkt ihr, Crocodile? Könnte der auf Reverie auftauchen? Also ich würde es feiern, als ehemaliger in Anführungszeichen fast König von Alabasta. Wäre sehr interessant. Was natürlich richtig krank wäre, es hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Als erstens Cobra stirbt, ist er eigentlich kurz davor. So, das wird wahrscheinlich die fünf Weisen übernehmen. Also die fünf Weisen müssen ja ein Licht auslöschen. Entweder werden sie ganz Alabasta vernichten oder wirklich erstmal König Cobra und Vivi gefangen nehmen, weil Vivi zu töten wäre ein bisschen zu offensichtlich dann. Er wird einem quasi erpresst oder irgendwie sowas, dass Vivi quasi sagt, okay, mein Vater ist gestorben durch einen Unfall oder halt durch die Krankheit. Dass Vivi dann quasi dirigiert, aber unterdrückt wird, sie quasi für die Weltregierung arbeiten muss und sich auch fügen muss sozusagen der Weltregierung. Sie wird dann auch offiziell dabei sein. Und ein Crocodile könnte ihr vielleicht sogar helfen. Und verrückt wäre wirklich, wenn er quasi König Cobras nicht Platz einnimmt, aber für Vivi so diese Rolle spielt, quasi sie zu unterstützen. Weil Ruffy kann gerade ehrlich gesagt gar nicht. Der wird da wirklich viel zu tun haben. Und am Ende des Krieges, stellt euch mal vor, kommt Prinzessin Vivi bzw. zum Krieg mit dazu. Und auf ihrer rechten Seite quasi wäre dann Crocodile mit ihren zwei, diesen Peru und Chaka. Könnte ich mir auch vorstellen. Das wäre wirklich ein geiles Szenario. Aber für Crocodile wird es vielleicht schwer da reinzukommen. Aber ganz ehrlich, wenn es ein Sabo schafft, wie sollte es ein Crocodile nicht schaffen? Ich denke auch, dass ein Crocodile viel stärker geworden ist. Zumindest hoffe ich, dass er Haki hat. Ich hoffe, das bestimmt zumindest. Er hat viel Erfahrung im Crocodile. Crocodile darf man überhaupt nicht unterschätzen. Wirklich darf man echt nicht unterschätzen. Manche meinten ja, dass er jetzt zu der Revolutionsarmee geht, wegen Ivankov. Das glaube ich aber nicht, das ist eher nicht so sein Stil. Er will eher sein eigenes Ding durchziehen und krass wäre auch, wenn Just Boner auch jetzt Haki hätte. Das wäre geil, finde ich. Seine Frucht ist auch gar nicht mal so scheiße. Ich hoffe, dass auch Crocodile noch mehrere Leute am Start hat, außer diese Hippos, dass er quasi noch ein paar Untergebene hat, die auch stark sind. Oder Verbündete in Anführungszeichen. Aber schlussendlich wird er auf Reverie kommen und für einiges Chaos sorgen, denke ich. Könnte er sogar auch das Chaos ausnutzen, wo gerade am Start ist zwischen der Revolution und den Dragon und so weiter, um sie zu entführen. Aber da ist halt das Problem, das sind so viele Admiräle und ein Crocodile ist jetzt nicht mal nicht so krass stark. Deswegen ist es halt schwierig. Was macht denn wirklich mehr Sinn, wenn sie vielleicht auf dem Heimweg sind oder sowas? Aber die Frage ist, wieso sollte gerade nur Crocodile, wieso kann das nicht die Weltregierung Shirahoshi entführen? Naja, dann wären sie verdammt verdächtig, die Weltregierung, auch wenn die CP0 am Start ist. Und wer, also wenn Shirahoshi wirklich entführt wird, dann wird doch jeder denken, aha, der und der war's. Oder die werden sich unter sich streiten bei den Königreichen. Aber er vermutlich da, dass San Carlos auch schon was wollte, eher die Weltregierung. Aber es gibt ein kleines Gegenargument, da dieser eine Don Quixote, glaube ich, war das, dieser eine, ihr wisst schon, was ich meine, Mioska, Don Quixote, Mioska, dass der quasi dagegen ist und es wird quasi nichts wirklich passieren, außer die fünf Weisen machen das, aber selbst da wird das Risiko zu hoch und deswegen macht es logischer, wenn das Crocodile macht. Blackbeard fällt, finde ich, weg, da er wirklich ganz andere Pläne hat, wie es aussieht. Also stelle ich mir so eigentlich vor und das wäre echt ein geiles Szenario, ehrlich gesagt, wirklich. Das wäre ziemlich nice.
Ansonsten, was kann man zu Crocodile sagen? Nichts mehr eigentlich. Dazu kommt auch eh noch ein separates Video, wie gesagt. Crocodile würde ich das zutrauen, aber er ist von der Stärke ein bisschen schwer einzuschätzen, inwieweit, wie stark ist er dann geworden. Vielleicht hätte er aber auch wirklich Verbündete, die das wirklich easy schaffen können. Aber wie gesagt, er muss ja nicht unbedingt in die Reverie reinplatzen, sondern danach oder wirklich irgendwie anders das regeln. Wie genau, weiß ich nicht. Aber lassen wir das Crocodile-Thema jetzt fertig stehen. Zum nächsten Punkt. Ja, die Revolutionsarmee, denke ich, wird nicht mehr viel gezeigt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil dieser Kampf, vielleicht wird der Dragon kurz kommen oder sowas, wobei Dragon auch eher unwahrscheinlich ist. Und dann haben sie wahrscheinlich Kuma mitgenommen und sind abgehauen. Was ist aber der nächste Schritt der Reverie? Naja, die Reverie wird wahrscheinlich nicht mehr lange gehen. Und da werden noch ein paar Sachen revealed, denke ich, so wirklich alte Informationen aus dem antiken Königreich. Vielleicht sogar Geheimnisse über fünf Weisen, weil wir müssen uns auch so vorstellen, in dem ersten Reverie-Teil haben wir eher was Neues bekommen, aber auch viele Fragen direkt. Also viele Fragen sind dazugekommen und ich wünsche es mir, dass man in diesem zweiten Teil der Reverie-Akts quasi dieses Ding zu Ende bringt. Vielleicht in 3-4 Kapiteln, ich weiß es nicht. Zumindest nicht alle Fragen beantworten, aber viele, wie zum Beispiel mit Shanks. Warum nicht? Man könnte das beantworten, wenn nicht viel dahinter. Dann der zweite Punkt wäre halt mit den fünf Weisen irgendwas. Ein paar Infos im Sommer könnte ich mir auch vorstellen. Aber auch nicht so viel, denke ich. Und vielleicht irgendwas mit dem Strohhut könnte man in Verbindung bringen. Dass man quasi dann das darüber erzählt. Oder man sieht noch, wie König Kubra diese Frage stellt. Etc. Sowas kann ich mir alles vorstellen. Und ich denke, nach dieser Reverie wird es Zwiespalt geben. Also einerseits wird es dann jemand geben, der Weltregierung wirklich verachtet und dann welche, die feiern quasi. Das ist halt so die Sache. Dann ist mir aber was richtig Verrücktes eingefallen. Und zwar haben wir Enel noch am Start. Viele meinen, dass Enel nach Wano Kuni kommt. Ich sehe das aber ganz anders, Leute. Also ganz ehrlich. Enel macht wirklich viel mehr Sinn bei der Reverie. Wie komme ich darauf? In meiner letzten Theorie habe ich ja gesagt, dass ein Imusama ein Alien ist. So. Verbindung zum Mond wahrscheinlich hat und dort hat er wahrscheinlich oben auf dem Mond irgendwas erfahren oder gelesen, dass es ein Wesen gibt, wo über alles im Blauen Meer herrscht und er quasi der Gott in Anführungszeichen über allem sein könnte oder ist. Also, weil im Sommer wurde er auch als Gott bezeichnet, wurde ja, habe ich in meiner Theorie alles besprochen. Wirklich, checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung ab oder Infokarte, da könnt ihr die letzte Theorie nochmal anschauen. Und da macht es Sinn, dass ein Enel dann vorhat, ihn zu besiegen oder ihn zur Rede zu stellen oder sowas. Um Gott über die Erde zu sein, weil vielleicht denkt er, auf dem Mond gibt es nicht wirklich viel zu entdecken und kommt dann wirklich nachher zur Reverie. Das wäre richtig crazy. Stellt euch das mal vor, um Imsa mal zu stellen, so eine kranke Scheiße. Aber Enel ist natürlich nicht wirklich heftig stark. Doch, die Frucht ist heftig, aber was mir aber gerade einfällt, Enel kann auch über weite Strecken mit seinem Mantra, also in Formungsaki, Gespräche mithören. Also er muss ja nicht mehr direkt auf Reverie sein, sondern nur in der Nähe irgendwo. Das könnte ich mir alles ihm zutrauen. Ich meine, er hat die Archimaxime, könnte einfach dahin fliegen, easy, wäre für ihn gar kein Problem. In der Luft, da könnte er auf einmal kommen, Blitze ringen lassen oder weiß der Geier was. Über Ems mal irgendwas rausfinden und dann wird irgendwie alarmiert, die fünf Weisen, da ist Enel. Das ist so crazy, aber Jungs, das ist einfach, und Mädels, das macht einfach Sinn, weil er könnte darüber was erfahren haben auf dem Mond, wirklich über Imsama, vielleicht wissen die Mondbewohner was darüber und da halt Bock, halt Enel dahin zu kommen, weil nach Wano Kuni, was hätte er denn davon, wenn ein Enel nach Wano Kuni kommt? Und da wir ja die Verbindung ganze Zeit haben mit Enel und dem Mond und wahrscheinlich Imsama ein Alien ist oder sowas oder zumindest was mit dem Kosmos zu tun hat, so wie es aussieht, dann macht das verdammt viel Sinn und dann wäre es so ein falscher Gott, eigentlich zwei falsche Götter so. Weil Enel ist auch nicht wirklich ein Gott, zumindest handelt er nicht so oder wirkt nicht so. Und Imsama ist ja auch nicht wirklich ein Gott, da er alles nur eine Lüge ist. Das ist auch ziemlich interessant. Das wäre eine coole Konstellation. Also angreifen wird er, denke ich, nicht, weil er merkt, oh shit, die sind viel zu heftig oder so. Verhandlungslage ist auch dafür gedacht, dass man die Gegner auch gut einschätzen kann, glaube ich. Also bin ich ziemlich sicher. Und da wird er echt denken, oh shit, das ist gar nicht so cool dort. Und wird sich dann was überlegen, ich weiß nicht was genau. Keine Ahnung, was er da machen kann. Vielleicht wird er auch Leute ausfragen, ich weiß es nicht. Ein paar Könige ausfragen oder sowas, was sie mitbekommen haben. Quasi wird er sich einen König dann aus der Reverie holen, den quasi zur Rede stellen. Vielleicht
quasi foltern, in Anführungszeichen, oder ihm Angst machen, der wird alles erzählen. Dann macht er sich Gedanken und wie es dann mit ihm weitergeht, weiß ich nicht. Könnte vielleicht irgendwo anders hinreisen oder vielleicht jetzt zu Vivi gehen, die auch noch mehr weiß, weil Vivi oder Alabaster, vielleicht wird er eine Verbindung merken zwischen Alabaster und diesen scheiß Imsama, wird vielleicht ein bisschen da was rausbekommen. Verrückt wäre, wenn die fünf weisen Edel einfach one-shotten oder irgendwie so richtig so in die Ehre nehmen, so quasi weghauen, aber es wird halt schwierig, weil er wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt angreifen wird. Aber da Edel auch sehr übermütig ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass er da einfach easy hingeht und dann wirklich sehr richtig stark auf die Fresse bekommt, ob es von den fünf Weisen oder von Admiral ist. Ein Admiral wäre natürlich auch cool. Oder stellt euch vor, so ein Garp kommt da und haut ihm auf die Fresse. Und Garp ist ja sowas wie Ruffy, wäre auch eine interessante Verbindung. Ich weiß, sehr spekulativ, aber wollte ich mal darüber reden. Einfach so einen Gedanken in den Raum werfen, finde ich, wäre ganz cool. Sagt nicht jeder sowas und es wäre halt mal was anderes und muss nicht unbedingt nach Wano. Weil nach Wano hätte Enel nicht viel davon. Und da man diese Parallelen hat, quasi zwischen Enel und wahrscheinlich Imsama, wie es aussieht, wäre es doch ziemlich interessant. Krass wäre dann, wenn ein Enel weggehauen wird von irgendjemand, ich weiß es nicht, ob es Garp oder Admiral oder Akainu ist oder fünf Weisen, sei jetzt mal dahingestellt, aber das dann, oder von der CP0 wäre auch, also CP0 würde ich auch feiern, ganz ehrlich. CP0 ist ja dafür zuständig für die Sicherheit und da wäre eigentlich Enel gegen CP0 echt möglich, wirklich jetzt ohne Scheiß, Leute. Ich würde das irgendwie feiern, warum nicht? Man muss ja nicht krass viel zeigen davon, aber doch, warum so? Das wäre interessant eigentlich, wenn Luki seine wahre Kraft zeigt und ja, vor allem ist es ja das Komische daran, finde ich, dass die CP0 sich gar nicht um die Revolutionsarmee gekümmert hat und so, sondern das war einfach nur Fujitora und Green Bull. Das finde ich auch sehr interessant. Was hat dann die CP0 in dem Augenblick gemacht? Nicht, dass die CP0 dann doch einen Auftrag hat, irgendjemand zu killen, vielleicht einen König Cobra oder weiß der Geier was, oder Vivi entführen oder lauter so eine Scheiße, kann auch noch sein. Weil so wie es aussieht, ist Shirahoshi für die nicht so wichtig, die brauchen sie nicht unbedingt. Klar, man könnte jetzt sagen, die suchen doch antike Waffen, aber vielleicht müsste man einen ganz anderen Plan und mit Shirahoshi erst einsetzen, wenn sie es besser kontrollieren kann, weil vielleicht merken die, okay, die hat es noch nicht so drauf oder bis jetzt ist sie noch nicht so von Nutzen, erst später. Wissen wir ja alles nicht, deswegen mal abwarten. Es gibt ja auch noch eine Idee zu Dragon und zwar, viele meinen ja, er wäre übelst strong, der heftigste und so weiter. Aber meine andere Frage, was wäre, wenn denn er selber nicht stark ist, genauso wie Imsama? Wäre wirklich crazy, aber warum denn eigentlich nicht? Aber, also, ich gehe davon aus, dass er stark ist, ganz ehrlich, aber nehmen wir mal den Gedanken an oder einfach gehen wir davon aus, stellt euch mal vor, auch wenn ich es nicht feiere, Dragon ist nicht wirklich stark, hat dann einfach nur eine antike Waffe, zum Beispiel Uranus, weiß der Geier was, kann ja sein. Und Imsama hat quasi den Schatz von Mary Jo, hat einfach. Die zwei aber selber nicht stark sind, aber sehr taktisch und so, so schlau sind, versteht ihr, wie ich meine? Wäre auch interessant. Aber dann wäre es auch irgendwie fair, finde ich. Warum denn eigentlich nicht? Weil Dragon wird sich dann Ruffy anschließen, weil er selber nicht stark ist. Ich weiß, es werden viele nicht feiern oder wird es wahrscheinlich nicht durchziehen, da viele Leute dann unzufrieden wären, also ohne Scheiß. Dann wären sehr viele Leute unzufrieden, deswegen glaube ich nicht, aber ich wollte mal in den Raum werfen, wäre auch interessant. Aber eigentlich habe ich mit zur Reverie jetzt nicht mehr viel zu sagen. Das waren so meine Gedankengänge oder was ich mir auch wünschen würde. Also Enel auf Reverie, Crocodile entführt den und den, wäre auch geil. Also und stell dir vor, Crocodile und oh mein Gott, Leute, das wäre so verrückt, wenn Crocodile und Enel gemeinsame Sache machen würden. Stimmt, das ist mir jetzt gar nicht eingefallen, das kann man auch zusammenfügen. Dass sie beide etwas vorhaben und Crocodile sowieso vielleicht etwas wissen will oder vernichten will. Und die sind beide Leute, die Macht wollen, wie es aussieht. Crocodile kann man nicht genau sagen jetzt, aber beide sehr, sehr ähnlich so von der Macht-Dingspunkt. Die würden sich vielleicht nicht ganz verstehen, aber die würden dann so quasi in Anführungszeichen eine kleine Allianz bilden. Oh mein Gott, das würde wirklich genial, finde ich, Leute. Also und dann könnte vielleicht Enel wissen, so ein bisschen, was mit Haki zu tun hat. Und da er Enel Vorahnungshaki hat. Und vor allem Enel könnte einem verdammten Crocodile sehr, sehr viel helfen durch sein Mantra, durch sein Vorahnungshaki, da er halt große Orte so quasi finden kann oder orten kann. Crocodile könnte ich mir vorstellen, dass er nur Rüstungshaki drauf hat. Und Enel hat Vorahnungshaki. Da könnte Enel ihm helfen, quasi Sachen auszuspionieren. Generell viele Sachen machen mit ihm. Er hat eine sehr nützliche Frucht und sowas.
wäre auch ein geiler Gedanke. Also wirklich, jetzt habe ich den Titel gefunden, Mann. Crocodile und Enel verbünden sich. Es ist einfach crazy, wirklich, Leute. Diese ganzen Verbindungen. Bei Alabaster-Verbindung haben wir zu Imsamar. Dann haben wir Enel-Verbindung zum Mond. Imsamar hat aber auch was mit dem Mond zu tun oder mit dem Weltraum. Es ist wirklich sehr, sehr passend, finde ich. Also jetzt mal ohne Scheiß. Wäre unerwartet, würden viele nicht erwarten. Ich würde es erwarten, wäre krass. Würde alle umhauen. Und wäre auch so eine coole Sache, finde ich, die zwei zu verbinden. Und diese ganzen Verbindungen, die machen alle halt Sinn, wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, Alabaster, wo das erste Land ist, wo Imsamar benutzt hat, oder die, wo am gefährlichsten sind. Dann aber ein Crocodile, was mit Alabaster zu tun hatte. Und ein Enel, der einfach fucking über Imsamar ein paar Sachen weiß, oder generell irgendeine Scheiße auf jeden Fall. Er muss ja nicht unbedingt wissen, dass Imsamar der Gott der Herrscher ist, aber dass es einfach ein Wesen gibt, das auf dem Mond stand. Es gibt ein Wesen in der Erde, der was weiß ich, auf der Erde. Oder im Weltraum gewesen, der jetzt auf der Erde ist, der halt gefährlich ist, weiß ich. So Sachen könnte ich mir halt vorstellen. Wirklich, das wäre echt krass. Und ansonsten halt, wie gesagt, ein paar Flashbacks zeigen von dem Stroh von dem antiken Königreich. Manche würden sagen, das wäre ein bisschen zu früh. Aber was realistisch ist, dass man über Shanks das aufklärt, über die fünf Weisen, ein bisschen ein paar Fragen über Imsamar noch raushauen wird. Und halt diese Konstellation mit Enel und Crocodile wäre krass. Gut, Leute, in dem Fall war es mit dem Video. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ist eure Meinung dazu. War mal ein spontanes Video und wirklich nicht so viel Aufwand. Aber ich finde das Thema trotzdem sehr interessant. Und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wie auch immer. Ciao, euer Anime-Banger.